Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin MaxNake und ihr habt es euch gedacht, ich zocke gerne. Und wir waren das letzte Mal stehen geblieben, also ich als Spieler, ihr als Zuschauer an dem Punkt, wo unsere Bastion kaputt gegangen ist, durch die bösen Jura. Wollen wir mal schauen, wie es jetzt weitergeht. So. We find each other as the dust settles. Then I tell him why the Ura came. Mm-hmm. To get us back. For the calamity. Ich bin mir nicht sicher, aber es kommt mir bekannt vor. It was Ceylandia's master plan to wipe the Ura out. Das ist aber unfreundlich, oder? Part of that plan backfired, didn't it? Yep. If only Zulf knew the whole story. Tja. Freundlich wäre er deswegen wahrscheinlich auch nicht gewesen. Aber nur so ein Gedankenspiel. So, was will er denn? Eine Harfengitarre. Frag nach der Harfengitarre, die vor der Bastion liegen gelassen wurde. Wo ist sie ja? Hast du gesehen, was mit dir passiert ist? What were we to think? They must have got her. Taken her back to her rightful home. Ah ja. Ist klar. So, das große Problem ist, dass ich hier nirgendwo hinkomme, weil alles irgendwie blockiert ist. Doch nicht. Nur meine Bauplätze sind blockiert mit irgendeinem Schwachsinn. Ein Grammophon. Ah. Hört, ich kann eine Musik wechseln. Diesem Grammophon. Ja, habe ich schon erzählt, dass dieses Spiel einen grandiosen Soundtrack hat? Egal, das Monument. The Shards can put this disease in remission, but there's only one cure. We need to finish what we started. Na klaro. Ist doof. Das ist cool. Ein Schelm, wer jetzt denkt, dass ich den Soundtrack hätte. So, besiege die verlangte Anzahl von verschiedenen Bestienarten. Fortschritt 15, das heißt, das kriege ich. The windbags ain't the only beast that drew a bad lot. Tada. Mission abgeschlossen. Was haben wir denn hier noch? Die Pistoleros. Jage schnell 12 Kugeln in einen einzigen Feind, ohne zu verfehlen. The Slingers. The Wilds with their calling. Yay. Sammle genug Erfahrung, um Stufe 5 zu erreichen. Hammer. The Conscience. We haven't lost everything, long as we have that. Ja, sehr schön. Nichtsdestotrotz, was ist da noch? Kann ich da noch upgraden? Fun Moment, den Schrein upgraden, jawoll. Seems the gods recommended this place to all their friends. Now all we need is one last shard. Think the gods are gonna help. Feinde lenken Angriffe willkürlich ab. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, was dieser Schrein soll, außer Schmerzen zu bringen. Das ist doch wirklich Option für Masochisten. Distille. Da haben wir was Neues. Das ist wunderbar. Eine Spirituose. Fallschnaps. Immunität gegen Schaden durch Fallen. Plus 200% Schaden durch Fallen auf Feinde. Schwarztrunk. Plus 2 Schwarztonikums Eigenschaften. Besitzt das Aroma und die Konsistenz eines herzhaften Eintopfs, soll das Kurzzeitgedächtnis verbessern. Das klingt schon nicht schlecht. Lebenswein. Überleben eines Angriffs, der zur Niederlage geführt hätte. Ich bin für Schwarztrunk. So. Vorrat. Auswählen. Nee, ich möchte Schwarztrunk. Black rye like hot pineapple chowder on a cold day. Brings back memories. Ja, das ist total romantös. So, und was will die Gedenkstätte jetzt noch? Ah. Die Bastion bauen, errichte jedes Bauwerk in der Bastion. The Sanctuary. If we can build, we can rebuild. Check. Weiter geht's. Wir brauchen schließlich noch den letzten, den einen Shard. Den will ich jetzt holen.
The Lura swooped down from the east. At least now we know the way. Ja, aber... Wo müssen wir denn hin? Ursendrator. Auch Zulfs Agenten sind bestimmt hinter dem letzten Splitter her, weil sie damit den von ihnen angerichteten Schaden wieder gut machen können. Denn... Ab dafür. Für die Ura symbolisiert die Bastion die Stadt Celondia, die, wie sie jetzt wissen, die Katastrophe über sie gebracht hat. One last shard. It's all we need to put this mess behind us. And mother, what a mess it is. Ja, Chaos indeed. Ja. Ich habe nur so das... A mess like that could have only been made by hand. Tag 1, morgen. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass wir etwas nicht so das Calamity failed. And he's right. The Uras stand as living proof of that. Ich habe verdammt nochmal schlechtesten Waffen, die man für dieses Ding haben kann. Behaupte ich jetzt einfach mal. Weil ich eigentlich was bräuchte, was schnell feuert. Und vor allen Dingen, was mich nicht die ganze Zeit selber trifft. Okay, aber das könnte jetzt an der Dummheit des Benutzers liegen. Gut. Hey, was ist denn passiert? Tag 2. The Calamity was a simple idea. We never wanted to go to war again. We wanted to rule it out. Okay, das ist jetzt Tag 2, Nachmittag. Ah. Ich muss hier einfach durch. Irgendwie muss ich den letzten Kern finden. Ah. Und bei den Viechern habe ich tatsächlich einen Flammenwerfer dabei habe. Wir haben viele Leute gegen das Problem. Scientists, soldiers, spies, even me. Ja, was ist nun? Was ist großartig an diesem Plan? So, dass er völlig für den Arsch ist. Hä? We sought solutions far beyond the city. We traveled near as far as the kids going right now. Tag 3. Ich würde ja vorsichtig vermuten, dass es einen Tag 4 Abend gibt. Und ich habe das Gefühl, dass das hier hauptsächlich zum Schadsammeln ist. Was wiederum bedeutet, dass gleich irgendwas Schadlastiges auf uns kommt. Tja, wo gehe ich denn hier weiter? Ah, also nur so. Zwei. So. Das war der erste Streit. Das zweite folgt sogleich. Die Nacht reißen wie ein Dingsy davor, wo du schießt. Sind aber auch schweineschnell, die Viecher. Besonders wenn sie sich selber treffen. Aha. So. Heilen ist ein sehr guter Plan. Jetzt werde ich aber nochmal schauen, was hier noch so rumliegt. Nichts, nichts, nichts und wieder nichts. Das ist natürlich sehr lästig. Aber immerhin würde ich mir nicht vorwerfen, dass ich nicht nachgeschaut hätte. So, was gibt's hier noch? Hübsch anzusehen, aber völlig sinnlos wahrscheinlich. Ja, genau. Okay.
Most of our efforts didn't bear fruit. Okay. Whatever. So, hier geht's weiter. Zap, zap. Then there was a breakthrough, but it didn't come from one of our people. Na. Ja, wenn ihr euch auch selber bekriegen wollt, dann macht das durch. Ich werde euch dann einfach abhalten. Aha. Du hast gerade deinen eigenen Mann erschossen, das ist dir klar, oder? Bist du Chefgegner? Nein, bist du nicht. So. Dieses war der. Ich sag jetzt einfach mal. Oh, etwas aufwendig. Ist sehr schön. War doch glatt noch. Stimmt, das ist ein schönes hier Funde. So, jetzt würde ich tatsächlich gerne die Waffen wechseln. It came from an Ura. A brilliant young scientist named Ven. Tag 3. Work for the Mancers, the sharpest knives in the city's drawer. Sonnenuntergang. So, jetzt sind hier lang. Da ist ein Ursa. Ich seh dich. With his help, the Mancers devised a way to seal the Ura tunnel shut in a flash. Das klingt jetzt schon irgendwie nicht so freundlich. Just like that, every last Ura living in the Tassel terminals will be gone. Das würde mich ja allerdings auch nerven, wenn ich die ganze Zeit so ein blödes Bratz verfolgen müsste, was droht, die Welt zu zerstören. This discovery was never to be used, they said, except as a last resort. Ich glaube, die beiden lasse ich mal miteinander spielen. Das sieht ja ganz lustig aus. Zumindest gehen sie mir da nicht auf den Geist. Irgendwie. Oder so. Zack, zack, zack. Ach, da ist doch wieder so ein kleines Viech. Das ist ja nett. So, und das hier scheint so eine Art Eisland zu sein, wo ich mich verirrt habe. Aber es gibt eben nur Shards, das ist ja schon mal. Also, nein. Das ist schon mal ganz nett. Komm, dann weg. Ich überlaufen? Ja, ich kann hier überlaufen. Wie nett. Was haben wir denn hier? Etwas Verkehrtes nehme ich mit. Etwas Verkehrtes. But Van didn't like being manipulated. He had plans of his own. So, die Frage, was der Fair uns zu bieten hat. Ugh. Meine Hüte! He sabotaged the Mancer's little science project, set it to blow up in their faces. Aha. Es ist definitiv hier was zum Shard sammeln. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das eine gute Sache ist, dass ich mit so vielen Shards ausgestattet werde. All dieweil ich der Meinung bin, dass ich mit so viel Bungi ausgestattet werde, dass da gleich irgendwas Großes auf mich zukommt. Oder so. Imagine how Van must have felt when they finally made him pull that trigger. Ja, da möchte man nicht in Vans Haut stecken. Oh, jetzt ist es komplett aus Eis. Herzlichen Glückwunsch. Ich renne hier schon eine ganze Woche lang rum. The Bastion can fix everything. We just need that shard.
Wow. What was that? Kann ich damit auch rumfetzen? Ja. Na super. Da ist der Shard. Aber ich bin ja nie auf den Kopf gefallen. Ich guck mich erstmal um. Was haben wir denn hier? Das ist der Ausgang. Soweit, so gut. Ach je, jede Menge Platz für Angreifer. Nicht so, nur so mit meinem Flammenwerfer und dem Granatwerfer. Boom. Gut, da passiert also nichts. Tja, denn ringebissen in den sauren Apfel und ab dafür. Ah, raus geht mal. Too bad the Ura ain't exactly been willing to collaborate on that front. The fuck? Was seid ihr denn für Viecher? Scheiß die Wand an. Da helfen mir tatsächlich noch nicht mal meine Schildkräfte. Muss ich das Viech, muss ich dem Viech ausweichen und ist dabei abkokeln? Aber man kann es anscheinend aus diesen Löchern wieder raustreiben. So. Verlaufgeladener Flammenwerfer, dich kriege ich mit Drecksviech. Ich auch. Kid had a little choice but to pick up where the calamity left off. Yo. So, hervorragend. Oder eben auch nicht. Skyway. First things first, though. There's someone we figure needed rescuing. Sia. Sias Vater Van zeichnete seine Arbeit für Kalondias Forscher in einem ledergebundenen Notizbuch auf. The Ura fell back, no doubt planning the next move, but we knew ours already. Yo, und mit diesen sinnvollen Worten verabschiede ich mich. Es war mir eine große Freude, dieses Level zu spielen für euch. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn ich, also Nick Snake, zockt, und zwar Bastion. Bis dahin, zockt viel, zockt schön. Bis die Tage. Tschüss.